Ja, servus und hallo. Schön, dass du heute eingeschaltet hast. Heute schauen wir uns nämlich folgendes Set an. Nämlich handelt es sich hier um das Recon Getaway Set mit der Seriennummer GNB40 mit einer Teileanzahl von 123 Einzelteilen, 4 Minifiguren und das zu einer UVP von 20 Euro. Mit dem Set bekommen wir einmal noch 4 Waffen spendiert. Einmal ein Plasmagewehr, einmal ein Nadelwerfer, einmal eine Schrotflinte und einmal noch ein SMG. Die erste Minifigur hier ist dieser Grunt. Dieser Grunt hier ist der rangniedrigste in der Covenant-Fraktion. Erkennt man eben an der orangen Rüstung. Man hat auch schon gesehen, die Arme lassen sich relativ schwer umständlich bewegen. Da hat man nicht so wirklich viel Spielraum. Und auch wenn man eine Waffe aufsetzt, dann kann man die nicht so nach vorne gerichtet hinsetzen. Da stört halt seine fette Hand. Man hat noch die Möglichkeit, da die Maske abzusetzen, beziehungsweise der Helmmaske, Schrägstrich, abzusetzen, um dann halt noch sein hässliches Gesicht einmal noch näher zu betrachten. Und hier haben wir einmal noch die Elite-Figur, beziehungsweise Sangheili-Figur, einmal ohne Helm. Sehr schöne Details im Gesicht. Man kann ihm aber auch dann noch natürlich seinen Helm aufsetzen. Und mir gefällt diese Figur alles in allem wirklich top. Also 1A. Das Einzige, wo man Abstriche vielleicht machen muss, ist die Beinfreiheit. Da lässt sich so wirklich vollumgänglich bewegen, wie bei den menschlichen Figuren. Aber es langt allemal. Und ja, man muss einfach nur ein bisschen aufpassen wegen der Formung der Beine, dass da die Stellung richtig gewählt ist. Dass es auch natürlicher aussieht, so wie die Sangheili halt sich bewegen. Und hier haben wir jetzt die Marine-Figur. Wir können den Helm absetzen, haben wir auch dann Zugang zu seinem Gesicht und seiner Glatze. Hinterrücks kommt dann der zweite Marine. Er hat im Gegensatz zum ersten Marine eben diese Schulterpolster oder halt diese Schulterpanzerung. Gefällt mir auch sehr. Zu den Minifiguren gibt es noch ein kleines Fahrzeug, nämlich diesen Mongus hier. Der Mongus hat eine simple Funktion, nämlich kann er sich einfach links und rechts neigen. Das ist aber auch eine coole Funktion, nämlich wird es durch diese Kugelgelenke hier realisiert und möglich gemacht. Und das ermöglicht dann auch uns während dem Fahren einfach mal ja, nach rechts, links und rechts zu neigen und damit fährt der Mongus auch in die gewünschte Richtung. Kommen wir also nun zum Fazit. Wir bekommen hierfür 128 Teile für eine UVP von 20 Euro. 4 Minifiguren und einen ganz kleinen Quad, sagen wir mal dazu. 128 Teile sind an sich wenig, ja, für 20 Euro. Allerdings, Mega Constructs punktet hierbei nicht eher unbedingt durch die Modelle, sondern Mega Constructs punktet eher mehr anhand der Minifiguren, anhand der Flexibilität der Minifiguren. Und ich finde es schon faszinierend und echt cool, dass man in diesem kleinen Minifigurenformat, fast wie Lego, solche Art von Actionfiguren implementieren konnte. Und das ist auch eben die Stärke von Mega Constructs. Mir gefällt dieses Set wirklich sehr. Ich finde die Elite-Figur klasse. Die sieht optisch wirklich Hammer aus. Die Marine-Figuren sind halt für mich jetzt klassische Soldatenfiguren. Das passt so. Und die Grunt-Figur. Die Grunt-Figur hat mich auch echt eine lange Zeit, als ich es ausgepackt habe, eine lange Zeit nur durchs Anbetracht beschäftigt. Und das hat mir echt gefallen. Genau. Natürlich klasse ist, dass bei Mongoose, dass es eben diese Kugelgelenke gibt, damit man eben, dass das Quad sich da einmal nach links und rechts neigen kann. Könnte man eben auch bei Stop-Motion-Filmen dann durch ein paar Unebenheiten dann so darstellen, als würde eben eine Federung existieren, was eben jetzt an sich natürlich nicht gibt. Aber durch diese Kugelgelenke kann man das ganz gut dann darstellen lassen. Super finde ich auch immer bei dem Mega Construct Set, dass es immer eine Alternativabbau gibt. Eben gibt es hier zum Beispiel so einen kleinen Speeder, sag ich mal. Finde ich immer klasse, dass man sowas auch mit einbaut. Dann hat man auch einen Grund, das Set dann zweimal vielleicht zu kaufen. Einmal eben für das A-Modell und einmal eben auch noch für das B-Modell. Ich bin auf jeden Fall echt begeistert von diesem Mega Construct Set von Halo. Muss ich aber auch sagen, gut, dass Lego die Lizenz nicht dafür bekommen hat. Allein die Figuren eignen sich gar nicht mal für die Lego-Maßstäbe. Da ist super, dass da Mattel ans Werk kamen. Und ja, solche Micro-Action-Figuren nennt man die auch. In die Welt reingebracht hat. In die Welt der Noppensteinwelt. Genau. Ich werde auf jeden Fall noch weitere Sets von Mega Constructs in der Halo-Reihe mal
vorstellen. Das ist jetzt das allererste. Auch mit der Stop-Motion-Variante habe ich das mal neu mal mit eingebracht. Genau. Gebt gerne ein Feedback dazu, wie es euch damit gefallen hat. Und genau, über jeden Kommentar würde ich mich freuen. Sowohl positiv als auch sachlich negativ. Ansonsten war es soweit. Wir sehen uns dann von meiner Seite aus dann bis zum nächsten Review. Das nächste Review wird dann höchstwahrscheinlich dann mal den Warthog von Mega Constructs geben. Genau, so viel mal dazu. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Denn ich habe selbst keine, sondern nur Klemmen als Hände. Mann! Egal, vergesst nicht den Kanal zu abonnieren. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Abend, schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Ciao!